Jedes Bild hat ein bisschen seinen eigenen Prozess. Es gibt manchmal Bilder, wo man, während man fotografiert, denkt, da hat man was gefunden, was bestimmt Potenzial hat. Aber dann gibt es Momente, wo man sagt, okay, man schaut sich das Archiv an und die letzte Zeit, die man fotografiert hat, und dann findet man in dem Moment nichts. Und erst später, 2 Jahre später, hat man einen anderen Blick drauf und findet die Sachen, die man braucht. Mhm. Ja, und ein Bild, das ist überhaupt dann zum Bild wird, muss immer wieder überprüft werden. Das heißt, ich hänge es mir natürlich in mein Atelier auf oder auch dort, wo ich vielleicht nachmittags schlafe. Und am Ende sagt das Bild selber, ob es wird oder nicht. Okay. Aber es ist ein Auswahlprozess. Erstmal natürlich, vielleicht könnte es das sein oder das. Ja. Und dann hängt man sich auch vielleicht für eine Serie mehrere auf und am Ende sagt man, nee, man reduziert das immer wieder nur noch auf das eine und das könnte es schaffen, sozusagen in eins zu werden. So. Das erste Bild in unserer Ausstellung ist ein Porträt aus der Serie der Rückenansichten, die du in vielen Städten oder Metropolen der Welt gemacht hast und auch weiterhin machst, also eine Serie. Ich gehe nicht raus und sage, okay, jetzt mache ich nur Menschen von hinten, ich fotografiere, sondern das ist ein Sammeln von Bildern, wenn ich unterwegs bin, auf Reisen bin. Ich kenne diese Menschen nicht, das ist wie die große Bühne der Stadt und die spielt ihr Stück und ich bin ein Beteiligter. Beobachter. Ein Beobachter. Und ich bin, es ist vielleicht natürlich auch sehr autobiografisch, weil das ist, natürlich dokumentiere ich auch mein Leben mit den Orten, mit den Menschen. Hier sind wir ja in einer ganz anderen Stadt. Wo sind wir hier? Nein, es ist die gleiche Stadt. Wir sind weiter in London, wir sind eigentlich nur einen Block weiter. Okay, aber es hat einen ganz anderen Ausdruck. Also hier weiß man gar nicht, wo man sich befindet. Vielleicht kann man sich so ein bisschen an der Architektur orientieren, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wieder die Fußgänger in Bewegung im Zentrum des Bildes stehen. Hier sind es 2 Personen. Und auch wieder hat es hier dieses filmische Element. Ja, das ist die Art meiner Fotografie. Das ist arbeite nur mit kleinen Kleinbildkameras, einer Kleinbildkamera aus der Hand und es geht mir immer um diesen schnellen Blick und das schnelle Umsetzen. Also nicht um die Präzision, sondern wirklich auch um den Moment. Ja, also es braucht jetzt keine lange Tiefenschärfe, dass man alles im Bild hat, sondern es geht auch um die Struktur und um die, und das ist, was mich an der Fotografie eben dieses Mittel, schnell ein Bild herzustellen im Intuitiven und danach aber natürlich in einer Auswahl es erst entstehen zu lassen. Also man hat erst sozusagen wie eine Art Rohstoff und danach geht man ins Archiv und entscheidet sich für etwas und nimmt es raus und dann wird es zu einem Bild. Ja. Und ich mache in dem Sinne auch an Bildern, tue ich sie nicht anschneiden oder beschneiden. Mhm. Also es wird schon dran gearbeitet, an einem Kontrast, an der Farbe, aber sonst... Am Format änderst du nichts? Am Format ändere ich nichts. Es bleibt das klassische Kleinbildformat, das jetzt halt digital ist, aber das haben sie sehr ähnlich gebaut. Und ich fotografiere immer nur mit einem 50er Objektiv und das kommt eigentlich so auch dem Augen, also dem Blickwinkel, des Auges sehr nahe. Ja. Okay. Also man sieht zwar mehr noch mit dem Auge, links und rechts, man begreift mehr vom Raum, aber das Blickfeld wirklich dort, wo die Schärfe liegt, die entspricht so ungefähr einem 50er Objektiv. Jetzt haben wir hier eine kleine
Zäsur in der Serie dieser Architekturen und Rückenansichten hat mir hier so die Geste der Offenheit, diese Handinnenflächen, die irgendwie auch eine Begrüßung sein können, aber irgendwo auch was unglaublich Sinnliches ausdrücken. Ist das in dem Flugzeug aufgenommen? Weil das, ja, genau. So, das war okay, also hat es doch was mit Reisen zu tun. Es war, glaube ich, auf dem Flug nach Madrid. Okay. Und ja, es ist halt ein Moment von was Intimes auch so, sich seine Hände anzuschauen. Ja, und ich in der Abfolge jetzt in dieser Ausstellung hier finde ich es halt sehr gut, weil du so eine Nähe und eine Intimität hast. Und davor hast du ja sozusagen diese Architekturen und diese anonymen Menschen eigentlich auf der Straße, ja, genau. So, die du nicht kennst. Und dann hast du aber sowas von empfangen, ja. So, hier stehen wir vor einer zusammengehörenden Serie aus 17 Teilen, Hochformate und Querformate. Der Titel? Epoca de Aur. Das goldene ist, Zeitalter. Also ein rumänischer Titel. Ich gebe oft gerne Ausstellungen, ganzen Ausstellungen gebe ich gerne einen rumänischen Titel. Ja, also das Epoca de Aur hat man zu Ceausescus Zeiten gesagt, ironischerweise, weil das natürlich in den 80ern die härtesten Zeiten waren, da hatte man nichts zu essen und es war kalt in der Wohnung und man hat sich so gegenseitig lustig gemacht darüber, dass unser goldenes Zeitalter.